So, wir zeigen mal folgende Aussage zum GGT. Und zwar, der GGT vom GGT von AB, B ist gleich GGT von A und B. Also, wenn ich den GGT von A und B bilde und dann nochmal den GGT dieser Zahl mit B, ist das das gleiche, wie wenn ich gleich den GGT von A und B bilden würde. So, wie kann man das zeigen? Folgendermaßen. Wir haben in einem anderen Video Folgendes gezeigt. Das schreibe ich mal hier hin. Da könnte man sich jetzt sozusagen daran erinnern, wenn man das hier sieht, diese Struktur hier, an den Beweis, den wir vorher geführt hatten. Das war der folgende. Moment, wo schreibe ich das hin? Hier schreibe ich das mal hin. Das wussten wir, das wissen wir schon, und zwar GGT für drei Zahlen, ich nenne es jetzt mal x, y und z, ist gleich GGT von GGT x, y, z. So, das haben wir irgendwo schon mal gezeigt. Das hier ist ja eine Instanzierung davon. Das heißt, wir können jetzt das mit der rechten Seite hier identifizieren und dann entsprechend die linke Seite bilden. Das würde also bedeuten, also GGT von GGT von AB, B, das hier, ist das gleiche wie, ich schreibe einfach die drei Zahlen hintereinander hier rein, ne? GGT A, B, B. So. Jetzt, was bedeutet der GGT von drei Zahlen? Das bedeutet ja, ich bilde die gemeinsamen Teiler dieser drei Zahlen und anschließend nehme ich das größte Element aus der Menge der gemeinsamen Teiler. Wie sieht denn die Menge der gemeinsamen Teiler hiervon aus? Die Menge der gemeinsamen Teiler ist die Teiler von A geschnitten mit der Teilermenge von B geschnitten mit der Teilermenge von B. Ich nehme die drei Zahlen, jeweils die Teilermenge der drei Zahlen, schneide die, bilde die Schnittmenge aller dieser Mengen und anschließend nehme ich das größte Element raus. Das ist der größte gemeinsame Teiler. Jetzt ist aber so, die Schnittmenge hier, also eigentlich muss man das vielleicht hier assoziativ denken, ne? Aber die Schnittmenge hier, also geklammert denken, aber die Schnittmenge ist ja eine Operation, da gilt das Assoziativgesetz, ne? Ich kann jetzt hier umklammern oder Kommutativgesetz gilt auch, gilt alles. Ich kann hier relativ flexibel agieren, sodass ich sagen kann, ich kann auch hier mal betrachten, was ist denn T von B geschnitten mit T von B. Also die Teiler von B geschnitten mit den Teiler von B ist ja praktisch das gleiche wie eine Menge geschnitten mit sich selbst ist wieder die Menge selbst. Ne? Das heißt, das ist doch das gleiche wie TA geschnitten TB. Diese Menge hier ist die gleiche wie diese. Das heißt, das größte Element hier raus ist gleich dem größten Element hier raus. Und das größte Element hier raus ist das größte Element der gemeinsamen Teiler von A und B. Und das ist der GGT von A und B.